Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Commander Keen 2 The Earth Explodes. Wir sind immer noch dabei, das Mutterschiff der bösartigen Vortikon zu sabotieren. Und ich würde sagen, wir setzen unser Werk ohne Umschweife fort in diesem Level mit dem Zickzack-Symbol. Ja genau, hier wollte ich rein. Genau, erstmal wieder in die Steuerung ein bisschen reinkommen. Ja, und hier sehen wir schon, aha, hier sind wieder so kleine Aliens, die einen so ein bisschen schubsen und auch an den Wänden hochlaufen können. Das könnten wir theoretisch ausnutzen, einmal hier drauf zu gehen. Ich weiß, da gab es irgendwie so eine Art Secret. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie das... Ach du Scheiße. Entschuldigt meine Fäkalsprache, aber das ist ja... ich sollte echt weniger fluchen in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja in dem letzten Let's Play-Aufnahme so rum schon mehrmals das bösartige F-Wort benutzt und ich muss mich da echt ein bisschen zügeln, denn wir haben ja auch jüngere Zuschauer und die möchten ja sowas nicht unbedingt hören. Ja, bewahrt euch eure geistige Unschuld und Gesundheit, solange ihr könnt. So, gut, ob ihr da bei den Zwischenwelten dann auch richtig seid, ist dann wieder eine andere Sache, aber das muss jeder für sich selbst beurteilen. Ja, so. Genau, ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen hier in das Spiel. Ich habe jetzt wieder eine Weile nicht gespielt. So. Unser Kater macht hier gerade so ein bisschen Rabatz. Der nimmt gerade die Wohnung auseinander. Und hier ist schon der nächste Tantalusstrahl. Oh, oh. Oh. Tja, und jetzt, mein Ladies and Gentlemen. Bam! The Earth explodes. Ja. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Yay! Atanami, genau. So, okay. Tja. Dann, ups. Continue which game? Die 1 ist das. Genau. Ja, genau, wir haben nämlich auch keine Leben mehr. Tja, und anders als in Keen 1 sind wir hier jetzt echt mal gestorben, im Sinne von, wir haben das Spiel nicht geschafft. Das ist schon bitter. Das ist kein gutes Omen für, Teil 3, weil der ist noch ein ganzes Stück weit kniffliger. Beziehungsweise, den kann man zwar gut abkürzen. Oh Gott, aber der Endgegner, ich sag euch. Freut euch schon auf Teil 3 von Commander Keen so rum. Denn da wird es nochmal richtig zur Sache gehen. Aber auch Teil 2 hat es in sich. Und wie ihr seht, was mache ich denn da? Ich müsste eigentlich, glaube ich, da oben hin, um dann irgendwas zu tun. Aber wie komme ich da hin? Oh, oh Gottes Willen. Ich will... Nee, da will ich doch nicht hin. Okay, aber ich muss irgendwas gegen diese... Nee, das ist nicht möglich. Das ist absolut nicht möglich. Ja, ist okay. Kaboom. Ups. Ja doch, genau. So, ja, okay, wie könnte ich jetzt diese Ninja-Vorticons deaktivieren, dass die mir nicht immer da dazwischen funken? Ich kann natürlich mit dem Kollegen hier einmal da hoch, aber das ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so der Weisheit letzter... Das wird eine schöne... Ja, ich habe schon dreimal das Schicksal der Erde besiegelt, großartig. Und ich habe das dumpfe Gefühl, es ist nicht das letzte Mal. Commander Fail. So. Hilfe. Ja. Ja, ja. Okay. Gucken wir uns das Thema doch hier nochmal an. So, wenn ich jetzt... Nee. Hier konnte ich es vielleicht schaffen, da durch die Lücke zu kommen. Das ist saugefährlich hier. Okay, was ist, wenn ich mich den Vorticon Ninjas einfach mal von unten nähere? Das könnte vielleicht klappen, dass ich die dann alle in diese Feuergrube locke. Ich möchte mal den Pogo auspacken, glaube ich. Mich der Sache ganz, ganz gemächlich nähern. Komme ich hier hoch? Ja, gut. Hier einfach nur, um zu gucken, wo sind meine Rückzugspunkte. So. Genau, ja, ja, genau. So, Ladies and Gentlemen, kommt mal her. Ja, komm, komm, komm.
Ach ja, stimmt, die können ja auch noch schießen. So. Einen haben wir schon eliminiert. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich schon wieder das S-Wort gesagt. So, okay. Oh! Ah. Stimmt, bei dem Spiel konnte man sich ja nicht ducken. Zum vierten Mal die Erde zerstört. Geil. Nein. Nein. Oh. Ah, ich will halt bei dem Level auch irgendwie durch den Kopf mit der Wand, genau. Mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich glaube, das ist auch am erfolgversprechendsten, ehrlich gesagt. Weil da oben hin, ich weiß nicht genau wie, wahrscheinlich müsste man da einen trickreichen Pogo-Sprung machen. Bei dem wir ja genauso oft sterben würden. Ich, ja, und da oben ist auch noch ganz viel Krawall, also, Wir können natürlich auch versuchen, die Ninjas... Ah, ich kann, glaube ich... Ja, ja, genau, ich habe noch eine Idee, pass auf. Passt mal auf, Ladies and Gentlemen. Ich habe da noch so eine Idee, was wir machen können, wenn wir mal wieder, wenn mal wieder auf uns geschossen wird. Ah, falsch reagiert und zu viele. Oh. Ja, okay, also ich sehe schon, in dieser Folge werden wir einen enormen Fortschritt machen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie sieht denn das aus hier? Oh, Ladies and Gentlemen. Ich krieg die Tür nicht zu. Das Zickzack-Level ist das Level aus der Hölle. Ernsthaft. So, und jetzt will ich aber mal... Ich weiß nicht genau, ist das schon hier? Oh, nicht schießen, mein Freund. So, okay. Nummer 1. Sollte besser mit dem Pogo nach da oben abhauen, ehrlich gesagt. Obwohl, dann kriege ich ihn nicht weggelockt. Spring doch, Junge! Ich hab springen gedrückt. Das war genau im falschen Augenblick. Oh! Ja, okay. Nein, nicht New Game. Ach Mensch. Jetzt mache ich aber auch nur noch Mist hier. Game over, ja. Okay, ja. Nein! Ah! Ach Gott, das kann ja was werden, ey. So. Aber ich komme mit dem Schubser auch nicht drüber. Das geht nicht. Das haben wir eben gesehen. Den Teddy kann ich zwar holen, aber mein Gott, das bringt mir auch echt viel. Ansonsten komme ich da halt nirgendwo so richtig hoch. Ne? Naja, gut. Hier wollte ich hochkommen. Doch, doch. Hier wollte ich schon hochkommen. Vielleicht. Ha. Vielleicht probieren wir das mal. Das ist halt alles so. Wisst ihr, das ist der Roboter. Und das ist halt auch so. Da traue ich mich gar nicht hochzuspringen. Das hätte jetzt schon geklappt, aber irgendwie. Wow. Sorry. Wow, das ist jetzt tight hier. Haha. Okay, Trick 17 mit Pfiff. Okay, ich hätte doch nicht mit dem Kopf durch die Wand sollen.
ist doch wieder irgendeine Falle hier, oder? Nee, okay. So, Ladies and Gentlemen, wenn man so macht, wie das Level ist, einen vorgibt, dann funktioniert es auch plötzlich ganz, ganz komisch. Sorry für die ganzen Fails, Leute. Aber ja, ihr seid selber Gamer, ihr kennt das. Ihr wisst, manchmal läuft's gut, manchmal läuft's eher nicht so gut. Ich muss mal kurz mit meiner Katze schimpfen, Moment. Ja, ihr seid live dabei, wenn ich meine Katze maßregle, weil sie schon wieder irgendwo rumturnt, wo sie eigentlich nicht hin darf. Also eigentlich mein Kater, um genau zu sein, den wir jetzt neu in unserer Familie aufgenommen haben. Der kleine Tommy, 2 Jahre alt ist er und er kennt seine Grenzen noch nicht so ganz. Die muss man ihm dann ab und zu leider nochmal aufzeigen. Nein, nehme ich mit. Oh, eine rote Keycard. Ja, das ist doch praktisch, so ein kleiner Alien-Aufzug. Da sind ganz viele Schüsse. Ups, das war, glaube ich, ganz schlecht. Ich glaube, den hätte ich gebraucht. Ach, na gut. Man kann nicht alles haben im Leben. So, wie geht's jetzt hier weiter? Oder war das sogar gut? Genau, ja. Oh, Ladies and Gentlemen, das... oh. Shit, jetzt kommt der ja gar nicht. Doch, kommt der. Oh, gut. So, okay, aber wir haben gesehen, wir brauchen 2 Keycards. Aber das ist doch schon mal sehr nett. Jetzt haben wir 52 Schuss. Wir haben London, Kairo und New York gerettet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind insgesamt sogar 8 Städte. Müssen wir mal schauen. Auswendig weiß ich es jetzt nicht. Oh, dieser Kater. So. Jetzt guckt er mich böse an. Tja, so ist es im Katzenleben. So, jetzt will ich euch aber nicht länger von meinem Privatleben hier erzählen, was euch bestimmt eh nicht interessiert. Sondern wir machen jetzt hier weiter mit der spannenden Herausforderung Mana Keen versus ich. Versus ich, versus mich, wie auch immer. Okay, Commander Keen hat gewonnen. Ja, ja, genau so wollte ich das haben. Ah, genau. Ja, so gefällt mir das. Und so gefällt mir das auch. Und so habe ich das gerne. Und jetzt keinen Fehler machen. Oh, das ist aber nicht so nett. Muss ich mal sagen. Wow. Geh doch mal, despawn doch mal oder so. Okay. Das kann sehr gefährlich werden, wenn der mal... Ups. Wenn der mal hochspringt und dann feuert, sowas. Genau, so einer so richtig hohen Sprung macht, dann habe ich ein echtes Problem. So, der andere ist nicht so wild. Das ist halt die Frage. Okay, da oben ist so ein Roboter. Ja, Leute, hallo. Genau, ansonsten geht's noch, oder was? Oh, jetzt darf ich das alles nochmal machen. Ja, irgendwie steht das hier gerade unter keinem guten Stern. Aber davon lassen wir uns nicht entmutigen, Ladies and Gentlemen. Davon nicht. So, mein Kater hat jetzt auch Ruhe gegeben und liegt jetzt friedlich da. Wunderbar. Sorry nochmal für die Unterbrechung. Aber ich kann ihm das halt nicht durchgehen lassen. Da muss ich halt erziehungstechnisch sofort eingreifen. Auch wenn wir gerade live zugeschaltet sind. Aber ich hoffe da auf euer Verständnis. Und letztendlich, ja, ich halte auch nichts davon, immer alles rauszuschneiden. Weil letztendlich, es ist irgendwie spannender, wenn es live und unzensiert ist. Ist jedenfalls meine Meinung. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder wie ihr das seht. Sollte man solche, Pannen oder
solche Ausreißer bei der Aufnahme, sollte man die mit aufnehmen oder sollte man eher sagen, man schneidet die raus, macht's hyper professionell? Schreibt's mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Wie gesagt, meine Meinung ist, lieber mal drin lassen. Letztendlich haben wir auch, wir alle auch ein Privatleben. Und wenn ihr da mal was davon mitkriegt, mein Gott, also bin ich jetzt ein bisschen schmerzbefreit. So. Stichwort schmerzbefreit. Sehr gut. Ich würde sagen, versuche mal. Ja, das ist schon ganz gut. Zu Papa. Komm zu Papa. Das war ein bisschen hurtig, danke. Yay, Ladies and Gentlemen, und wieder haben wir es geschafft, auch wenn wir mal wieder ein Leben verloren haben, aber ja, so ist das im Commander Keen Business. Mal verliert man, mal gewinnt der andere, ne, wie es so schön heißt. So. Und erneut haben wir eine Stadt vor dem Untergang gerettet. Welche war es? Sydney. Da freuen sich die Australier. Oh Gott, musste ich da jetzt echt kurz nachdenken? Wie peinlich. Nein, das habt ihr gar nicht gemerkt. So, okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier oben rein. Ich habe ja so das Gefühl, das ist wieder so ein Strahl und das ist einfach nur so ein Level. Mal gucken, wir gehen mal hier rein. Guck mal, was uns hier erwartet. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Nicht. Also darüber schaffe ich es auf keinen Fall. Ich frage mich, ob das kleine Menschlein da. Achso, war toll. Super. Ja. Also wie gesagt, bei Commander Keen, ab. Oder, nein, anders gesagt, nach Teil 3, so, ich will ja noch nicht zu viel verraten, nach Teil 3 ist es Commander Keen dann auch möglich, nach unten zu blicken. Und da würde man dann eher mal sehen, wo, in welche Richtung man dann auch springt oder sich fallen lässt, wenn man sich denn mal fallen lässt. Oh Gott. Das sieht ja sehr spaßig aus hier. Hier muss man auch mal Keycards einsammeln. Habe ich so das ganz, ganz dumpfe Gefühl. Ich weiß auch nicht, woher das rührt. Das ist eine Todesfalle. Das ist auch eine Todesfalle. Ja, bla. Also das wäre jetzt extrem mies, muss ich sagen. Das war jetzt mal extrem mies. Ich hätte den früher... ich hätte den früher töten müssen, aber ich habe mir gedacht, ja komm, so gefährlich ist das nicht, ja. Pustekuchen! Wir haben hier einen klassischen Fall von Pustekuchen. Okay, die muss ich auf jeden Fall wegmachen hier. Entschuldigung. So, und dann hier lang, und hier lang, und dann kommt gleich der Vorticon hier wieder angeschlichen, peng, tot. So. Da machen wir jetzt einfach keine galaktischen Gefangenen mehr, sondern direkt auf die 12, gnadenlos, ja? Die Aliens, die uns so garstig vernichten wollen, einfach über den Haufen schießen. Die Raygun als Meinungsverstärker der intergalaktischen Art. Kennt man ja. So. Das ist die blaue Keycard. Ich würde ja sagen, man braucht bestimmt, genau, man braucht bestimmt alle. So, und hopp. Das sieht doch alles schon besser aus. Ja toll, jetzt weiß ich wieder nicht, was da unten ist. Okay. Oh, interessant. Das hätte ich ja nicht gedacht. Schade, ich glaube, den kriege ich nicht, oder? Na komm. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zurück und die Rot holen. Na komm. Na, komm halt nicht. So. Ja, klar. Das war eigentlich ganz easy. Jetzt, wo ich sehe.
So, mein Gott, mich ärgert das immer noch, dass ich mich bei dem einen Level so angestellt habe, aber... Ja, wie gesagt, da wollte ich einfach mit dem Kopf durch die Wand, hab mir gedacht, das geht auf jeden Fall so, ich muss da nicht oben rum, ja, nix ist, ne? So. Zack. Zack. Ich habe so viel Munition, das ist mir jetzt alles so... relativ. Zack. So. Och, Keen. Jetzt aber. Ja, und jetzt weiß ich natürlich nicht, was mich da unten erwartet. Das ist auch ganz toll. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich springe jetzt einfach mal. Aufs Geratewohl. Ja, okay. Gott. Wo geht's da unten lang? Man weiß es nicht. Soll ich das tun? Soll ich das nicht tun? Ich habe 3 oder 4 Schüsse investiert, um 5 zu bekommen. Na gut, okay, besser als nichts. Was gibt's hier rechts noch? Ja. Ich habe auch so meine Tricks hier. Oh geil, noch so ein Elder Vorticon, der hat bestimmt wieder eine Nachricht für uns. The Vorticon Elder says through the stasis field. The Grand Intellect is not from Vorticon 6, wie auch immer. He is from the planet Earth. His evil mind bulbs control their minds. They are not evil. Please do not shoot them, human. Ja, blöd. Zu spät. Okay, also, er sagt, der Grand Intellect, das ist der, bösartige Endgegner, der die Vorticons letztendlich dazu verleitet, uns überhaupt erst anzugreifen, aber zu der Story später mehr. Der ist wohl vom Planeten Erde. Das ist wohl ein Mensch, offenbar, der die Erde vernichten will, wie auch immer er darauf kommt. Aber vielleicht werden wir das Mysterium ja noch lüften. Und der Elder Vorticon sagt, dass der Grand Intellect, unser aller Endgegner, sogenannte Gedankengürtel benutzt, um die Vorticons zu kontrollieren. Deswegen sind die überhaupt erst so aggressiv. Und er sagte, ja, sie sind, die Vorticons sind eigentlich nicht böse, bitte erschieß sie nicht. Ja, und mit diesen Worten im Ohr steigen wir jetzt über die Leichen der getöteten Vorticons und werden uns unseren Weg zum Ausgang bahnen. Wow, das ist halt so... so eine Sache für sich. So, sieht ganz einfach aus, aber bei der Steuerung... So... Okay, hier mal wieder ein Zickzack-Level. Ich vermute mal, da ist wieder ein Tantalos-Strahl. Ja. Genau. An der Stelle machen wir mal einen kleinen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl die Folge jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verpeilt war mit Unterbrechungen. Wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Aber ich sag mal, live und unzensiert, so sind wir. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder da, wenn wir wieder spielen Commander Keen 2, The Earth Explodes. Und dieses Mal ist ja wirklich ein paar Mal explodiert. 4 Oh, noch einer. Yay.